erzählen, wie schön es ist, neue Leute zum Plaudern kennenzulernen, besonders wenn es Kammerjäger sind. Oh, eine Sache noch. Nein, das ist eigentlich eher unwichtig. Es geht nur um Kammern und das Ende des Universums. Jedenfalls hier, bitte. Ich verhätschel meine Freunde genauso, wie ich meinen Enkel immer verhätschel. Viel Spaß damit. Konversation! Wow, die knabbert dir echt ein Ohr ab. Und das war jetzt das ganze DLC mit Torch. Finde ich ein bisschen traurig, dass es so kurz gemacht worden ist. Aber gut, dass es noch mehr DLCs gibt. Muni braucht man nicht, haben wir noch. Jetzt gehen wir ins nächste DLC. So. Und zwar der Söldnershop war nicht so lange. Machen wir den Söldnershop noch schnell fertig. Da kriegst du nämlich, den Schneemannkopf kriegst du da, glaube ich. Happy Söldnertag. Ich habe einen Job für dich. Warst du mal in Jenkerton? Nervtötendes Kaff. Überall wird gelacht und gesungen. Aber die Leute dort sind gute Kunden und haben nichts hören lassen, seit ich ihnen eine Ladung Knarren mit dem Zug geschickt habe. Tust du mir zum Söldnertag den Gefallen und siehst mal nach dem Rechten? Na klar, ich guck mal nach den Rechten. Sie sind immer noch brav wie immer. Ach ja. So, was für ein Level haben die denn? Ich mach mal jetzt die Musik noch ein bisschen leiser. So. Musik braucht man nicht so unbedingt. Hier ist ein Schneemann. Das sind doch keine Jedi, das sind doch Bully-Mungs. Ach komm. Für die Super-Roboter-Randale. Darf der spielen? Ich fetz jetzt da einfach mal durch. Wilder Badass Jedi, tot. Er ist groß, wütend und im Anmarsch. So. Die Stadt ist eingefroren. Naja, wenigstens singen diese Eissatz keine Söldnertagslieder. Trotzdem, irgendwie süß. Kunden kaufen nichts. Sieh dir mal die Heizanlage der Stadt an. Vielleicht stimmt was nicht damit. Heizanlage, da oben. Nadel hat den Söldnertag als Werbegag erschaffen. An einem Tag im Jahr waren alle Söldnerdienste gratis. Dann haben die Idioten von Pandora einen Tag der Wohltätigkeit draus gemacht. Einen Tag des... Oh, man musste gerade fast kotzen. Ja, er mag die Fahrradteile genauso wenig wie ich. Kennt ihr das, wenn man Geburtstage feiert und dann melden sich Leute, die sich sonst nie melden? Ich hasse sowas. Die Kohle scheint alle zu sein. Aber wer könnte die gestohlen haben? Jinjotten ist jetzt unter meiner Herrschaft, Warmblüter. Kinder, cool bleiben. Mist, Mini-Schneemänner. So süß. So süß, die Schneemänner. Leben dem Schneemänner für ein Mythos, so wie glückliche Menschen. Sie müssen die Stadt eingefroren, um einen Zug voller Waffen abgefangen zu haben. Sei so gut, begib dich zu den Gleisen und sieh nach dem Zug, okay? Ich spüre eine kalte Brise aufkommen. Kann man da überhaupt so hin? Ich weiß es gar nicht. Respekt für den Robot! Deathtrap 1, Fratzen 0. Da geht's ja wieder zurück. Wie soll man sonst da hochkommen? Ah, vielleicht mit einer Feuerwaffe.
Oder da außen rundum. Ich probiere es mal außen rundum. Kann ja sein. Oh, ich bin voll. Scheiße. Ach, hier genau den Gleisen nach. Jetzt weiß ich es wieder. Mir rennt da was nach. Geh weg. Kann man da schon rennen? Verkaufen? Oh, ich bin voll. Ich möchte was verkaufen. Ich hoffe, du bist geimpft. Oh, nö. Nö. Vergleichen. Oh. Ah, weg damit. Hab ich schon. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Hat der irgendwas? Nö. Nö. So. Jetzt bin ich nicht mehr voll. Jetzt können wir dahin. Oder auch nicht. Ich muss da hinten hin. Also laufe ich hier falsch. Definitiv. Hier sind die Gleise eingeschneit. Hier geht es nicht weiter. Oh, ist das lang her. Ich habe das Spiel vor Jahren mal gezockt. Also damals, wo es rauskam auf der Xbox. Jetzt dann 2000. 14 gab es mal als PS Plus Spiel auf der PlayStation 3 und jetzt vor kurzem wieder habe ich es mir geholt für die PS4. Natürlich Handsome Collection, weil ich alle DLCs wollte, aber für die Xbox schon Geld ausgegeben ohne Ende. Ah, jetzt kommt. Mein Gott, ich hätte einfach warten müssen. Mann, bin ich blöd. Ich hätte einfach warten sollen. Die Idioten von Gingerton haben mir einen Haufen Waffen abgekauft, um sich gegenseitig damit zu beschenken. Beschenken! Samen! Wenn die so nett sind, wieso sind sie dann jetzt eingefroren? Jetzt wird's lustig! Ja, ich fühle mich noch supermäßiger. So, jetzt da rüber jumpen. Weißt du, ich hab's auch mal mit Wohltätigkeit versucht. Ich habe Moxie alles geschenkt, als wir heirateten. Du weißt, dass sie wegen ihr so fett bin, oder? Sie sagte, Marcus, bring deine Feinde dazu, dich zu unterschätzen. Wenn du skrupellos bist, wenn du schlau bist, werde ich sexy. Clever ist nicht. Manchmal fehlt sie mir. Ja, Moxie ist schon ein geiles Mädel. Also wäre sie echt, ich würde sie nicht verschmähen. Definitiv nicht. Da hinten geht's auch noch weiter. Ich will gucken, was da hinten ist. Riesen-Schneemann-Armee. Passiert da irgendwas? Oh. Busch! Ja! Fürchtet das
süße kleine Mädchen. Süße kleine Mädchen. Ich mag Macromancer. Genauso wie die Tiny Tina. Oh, ich habe mittlerweile geglaubt, dass es das Kind von Markus und Moxie ist. Also verrückt kann doch kein Mensch sein. Na gut, sie ist ja kein Mensch. Nee, aber Tiny Tina ist echt krank. Ich laufe, 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 lauf, lauf, lauf. Fallen die edlen Teile! Diese Banditen stehlen meine Waffen! Erledige sie! Hey, cool. Ich bin eine Ein-Mädchen-Armee! Ein-Mädchen-Armee. Die Stadt. Du musst die Brücke runterlassen. Aber ich denke, die Zahnräder unter ihr werden eingefroren sein. Ja, Nummer 1 habe ich schon mal. Da schieße ich einfach drüber. Jo. Kann man es natürlich auch machen, ne? Aber ich will hey, mitfahren. Danke, dass du meinen Zug geschützt hast. Ich kann diesen Kram nach Gingerton zurückschaffen, aber ohne deinen Schutz fahre ich keinen Meter mehr. Bleib in der Nähe. Dann geht's los. Komm jetzt, wir müssen doch den Fahrplan einhalten. Yay. Tuk Tuk fahren. Vernichtet den Zug und den Kammerjäger, der ihn beschützt. Verwandelt ihn in einen gefrorenen Badass-Zampfen. Hoppala! Du lieber Himmel. Lass uns ein wenig frisches Blut auf die Schienen kriegen. Kontrolliere alle und alles, dämlicher Kammerjäger. Die Banditen, die Schneemänner, ja selbst die Elemente. Mein Geschenk. Zeit ist ein sinnloser Tod. Zeit für die Super-Roboter-Randale. Du bist eine geile Maschine. Ach jo, schmeiß mal ein paar Granätchen. Leveln kann man zwar hier jetzt nicht, ne? Aber egal. Hauptsache das DLC ist durchgespielt. Nicht irgendwo ein Ort, wo ich mich draufstellen kann, auf den Zug. Gibt's nur Kohle? Ja, hier geht's. Das Wutschen und Wedeln. Der Zug ist toll. So, jetzt muss ich die Kohle entladen.